Brand beim Neumigrant irgendwo in der Schweiz. Weil der Rand steht KKK und vor dem Haus brennt ein weisses Kreuz. Der Meier und der Müller und der Maser haben die weisse Maske wieder unter das Küssi gelegt. Am nächsten Tag gehen sie bücheln und freuen sich still, wie etwas in der Zeitung steht. Wir senden heiß lustig, wir senden heiß gut, wir haben Käse und Anker, es gibt uns gutes Blut. Wir senden heiß lustig. Unverkrampfter Umgang mit der Musiktradition und deutliche Worte. So präsentieren sich Zürich West auch auf ihrer vierten Platte Bümplitz, Casablanca. Aufhorchen ließ bereits ihr Erstling, 1985 veröffentlicht. Kräftiger Rock und zornige Texte, beispielsweise zum Abbruch des illegalen Kulturhauses Zaff. Rock ist auch Rebellion, Sehnsucht nach Veränderung. An diese Tradition schließen Zürich West auf all ihren Schallplatten an. Hansdampf heißt ihr Kommentar zu Zaffaraya, die Abrechnung mit der Berner Kulturpolitik. Manchmal sieht man sogar der Kultursekretär, aber wo sind die Leute, wenn es einmal Action gibt, dann sind sie irgendwo daheim. Wenn es Bern nicht über Kultur macht, kommt meistens nur die Polizei. Sänger Kuno Lauener macht wie alle Bandmitglieder als Halbprofi Musik. Er schreibt die Texte. Ausgangspunkt sind ihm eigene Erfahrungen. Ja, das waren immer Momente, wo ich halt in dieser Szene gerade mit drin bin gestanden, der Hansdampf. Da bin ich ziemlich aktiv dabei gewesen, bei dem, was in dem 87 gelaufen ist. Und da war mir auch nach genug, dass ich das Gefühl hatte, ich kann darüber etwas sagen. Ich wollte sogar darüber etwas sagen. Aber wenn du dann irgendwie einfach aus der Zeitung vernimmst, was läuft, das ist noch schwierig, dann irgendwas in einen Song zu packen. Das ist auch nicht unbedingt das, was ich will oder was mich antreibt. Dann. Das hat sich echt jedes Mal, wo er her will, wenn er vorgeht, erzählt sie ihm. Echt jeden Morgen, sie träumt hat, in der Nacht. Ein Stück der neuen LP, gespielt im Werkhof Luzern. Zärtlichkeit und Zorn sind kein Widerspruch. Beides zusammen macht erst das Lebensgefühl von Zürich West aus. Zürich West haben sich in Bern für alternative Kulturräume engagiert und dafür auf improvisierten Bühnen gespielt. So in der Reithalle und im illegalen Zaff. Meine Damen und Herren, da ist der Preisträger, der beliebteste Rockstar, wie das so schön heisst, von der Schweiz für das Jahr 1988. Das sind Zürich West. Auf der einen Seite so illegale Auftrittsorte, offizielle Anerkennung auf der anderen Seite. Also irgendwie passt das schon nicht ganz zusammen. Ich finde, wir sind auch wohl in dieser Rolle, eben, dass wir irgendwie unseren Weg gehen. Wir sind ein paar Schubladen. Für die Leute sind wir eben irgendwie die Revolutzker-Band und für andere Leute sind wir die, die sich jetzt etabliert haben. Aber das braucht ja selber nicht zu interessieren. Wir gehen einfach unseren Weg und machen so gut es geht, was uns Spass macht. Ja, wer seid ihr denn? Also, wie geht das zwischen diesen Fronten? Wir sind 5 Individualisten. Einfach, wir sprechen alles ab, was wir machen. Und basisdemokratisch. Dieses urschweizerische Prinzip hat Zürich West geholfen, trotz zunehmendem Erfolg glaubwürdig zu bleiben. Rock ist mehr als Musik. Rock ist ein verbindendes Lebensgefühl. Du fragst dich, was ist, was läuft.